Was brauchen wir jetzt noch? Brauchen wir Eisenspitzhacken. Eisenspitzhacken brauchen wir. Auch zwei Stück, logischerweise. So, haben wir dann... haben wir auch das. Jetzt brauchen wir noch Redstone. Redstone brauchen wir auch erstmal nur, ich glaube, zwei Stück. Ja, es ist schon wieder dunkel. Oder bilde ich mir das ein? So, jetzt hier. Spitzhacke dahin. Zahnrad dahin, soweit ich weiß. Redstone da drüber. Und dann noch Eisenbarren. Und zwar hierhin und hierhin. Und dann haben wir eine Mining Well. So, die bauen wir direkt nochmal. So. Und dann haben wir zwei Mining Wells. So, das hätten wir schon mal erledigt. So, jetzt können wir diese Mining Wells nehmen und packen da drüber hier die Tanks. Und dann haben wir daraus eine Pumpe gebaut. Also zwei Pumpen in dem Fall. Und es wird echt schon wieder nachts. Ich drehe am Rad. Na gut. Das wird auch nicht besser hier. Vielleicht ist es auch schon das Beste. Ich habe keine Ahnung. So, ich gehe erstmal hier ins Bettchen. Gute Nacht, sag ich mal alles zusammen. So, haben wir denn noch was zu essen gerade? Da, das ist roh. Roh, roh mag ich irgendwie gar nicht. Nichts hier, okay. Ja, nochmal rüber und braten das mal schnell. Du bist ja eh schon fertig da oben. Oh, wie viel Eisen wir haben, das ist echt gut. Das kann man gut hier brauchen. Wie viel Strom haben wir noch? Nicht mal voll. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, komm her. Was soll der Geiz hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss reichen. So. Ich sehe schon, Kohle haben wir nicht mal genug. Ich muss das mit dem Solarpanel auch nochmal irgendwann ausprobieren. Aber alles zu seiner Zeit. So, wir haben die Tanks jetzt gebaut. Wir fahren Maschinen bauen, ne? Ich habe jetzt die Pumpen, habe ich fertig. Pumpen habe ich fertig. Jetzt brauche ich Pistons. Okay, für Pistons brauche ich mehr Redstone. Eisen habe ich noch. Wie fehlt Holz? Habe ich kein Holz mehr. Okay, dann nehmen wir hier einfach mal so ein paar Sinten. Ich habe jetzt keinen Bock, Holzfarben zu gehen, ne? Das versteht ihr sicher. Dann schmeiße ich die einfach hier rein. Kann ich daraus Holz machen? Ja, die kann man auch einfach komplett verfeuern. Und dann machen wir einfach hier jede Menge Holz. Das ist ein bisschen viel, ne? Rest machen wir Eisen. Okay, fertig. So, jetzt haben wir genug Holz. Essen wir erstmal das Brot, würde ich sagen. 2,5, das müsste genau passen, genau. So, und dann bauen wir jetzt erstmal ein paar Pistons. Und zwar will ich 10 Stück haben. 10 Pistons. Das heißt, wir machen hier oben 10 Holz hin. Ah, ich habe wieder so viel vor, das ist unglaublich immer. Ich bin immer gut vorbereitet, jetzt hoffe ich. Dann brauche ich 10 Redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann brauchen wir noch Cobblestone. Da nehmen wir den Rest gleich einfach wieder auf. So, haben wir 10 Stück. So, 10 Pistons haben wir. Jetzt brauche ich Combustion Furnaces. Ja, Combustion Furnace. Wollte ich haben. Davon brauche ich eine, ne? Richtig. Gut, die macht man so. Das dahin. Eisen da oben hin. Dann habe ich... ich brauche Zahnräder oben. Ich habe noch keine Zahnräder gecraftet. Das holen wir jetzt schnell nach. Ich brauche dafür 2 Stück mal wieder. So, die machen wir natürlich, sind wir zu Steinzahnrädern, das sind wir ja schon gewohnt. Und daraus machen wir Eisenzahnräder. Oder? War das Eisen oder war das Stein? Ich glaube Eisen. So, Eisenzahnräder dahin. Brauche ich nicht 2 von diesen Combustion Furnaces eigentlich? Klar, ich brauche davon, theoretisch kann ich es mit einem machen, aber ich denke, ich mache es mit 2. Also machen wir das Ganze nochmal eben schnell. Ich denke, ich muss gleich noch mehr Zahnräder herstellen, also keine Sorge. Ihr werdet das noch oft genug sehen, wie ich das mache. So, packen wir die Eisenräder dahin. Ich habe nur noch ein Glas. Ne, da habe ich noch 2 Glas. Oh ja. So. Oh, die dahin. So, jetzt brauche ich Eisen. Oben 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und unten drunter brauchen wir Pistons. 2 Stück. So.
Dann haben wir die Combustion Furnace, ist auch noch schon, die habe ich schon mal erstellt. Dann brauchen wir Redstone Engines. Für Redstone Engines brauchen wir erstmal sehr viele Sticks. Wie viel Zarya, dann mache ich da raus? Das sind zu viele. Egal, wir machen einfach alle 16 Stück, was soll's. So, davon brauchen wir nur die Hälfte. Ne, wir brauchen alle 16 Stück, das passt ja. Und zwar aus Holz, das ist auch richtig, okay. So, und dann brauchen wir die 8 Stück hier hin. Das dahin. Und dann brauchen wir noch Holz. Haben wir noch? Haben wir noch. Zack. So, dann haben wir Redstone Engines. Ich brauche 8 Stück. Die haben wir dann jetzt schon mal. Gut. Jetzt wird es richtig teuer. Jetzt brauchen wir Diamanten. Diamanten haben wir gar nicht mehr, ne? Haben wir noch irgendwo Diamanten? Eigentlich? 5 Stück. 5 Stück. Reicht nicht. Reicht nicht. Die dreht nicht. Dann machen wir... So, wollen wir mal gucken, was wir hier zu Diamant machen können. Was ist denn mit euch hier? Wie habt ihr denn 2000 gerade mal? Ich nehme mal die Hälfte raus. Wie viele Diamanten brauche ich denn erstmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auf jeden Fall. Boah, wie teuer. Boah, wie teuer. Mindestens 8. So, da wollen wir hin. Was wollte ich denn jetzt verfeuern? Was habe ich denn hier rausgenommen? Die da. Tschüss, Diamanten kann der gar nicht hier ausmachen. Hä? Wieso denn nicht? Wieso kann der denn daraus keine Diamanten machen? Das finde ich ja doof. Gib mir das wieder her, die 8 Stück. Wieso nicht? Diamanten kann der doch schon, oder? Ja. Tja, was mache ich denn jetzt, wenn ich das nicht zu Diamanten machen kann? Das ist aber echt doof. Weil das ist Foil und das ist... Was ist denn das? Gar nichts. Hat keinen. Mobius Foil. Das ist Foil und das ist... Meta. Ja. Das ist ja doof. Das ist ja richtig doof, ne? Okay, dann muss ich mir was anderes, Meta versuchen, irgendwas. Eisenbarren? Oh Gott, Eisenbarren. Extra dafür verschwinden. Ich glaube, das ist schon die höchste Stufe, ne? Mobius voll. Das ist das Höchste. So, mach mal hier irgendwie so ein Mist, irgendwie was. Ach, du wirst schon hinkriegen. So. Wir müssen irgendwas jetzt verfeuern, damit wir... Was bringt uns das denn hier? Wie viel hat das denn? 256. Da müssen wir wie viel von verballern? Mal ein ganzes Stack wegmachen. Oh, das ist aber nicht viel Diamanten. Ist egal. So, haben wir noch mehr davon? Ich brauch mehr. Oh, wie viel Eisen haben wir denn noch? Ach Gott, nicht so viel. Zinn haben wir noch jede Menge. Ah ja, komm, verballern wir auch noch, was soll's. Ich brauche jetzt Diamanten, hilft alles nichts. Oh ja, da kriege ich einiges raus, jetzt habe ich 8. Da kriegst du wohl noch ein mehr hin, oder? Verfeuer das noch. Was haben wir noch? Verfeuer das. Ja, da haben wir noch einen. So, Rest wieder Holz, alles ist gut. 9 Diamanten. Was machen wir aus den Diamanten? Das kann ich euch gleich sagen. Denn wir brauchen noch mehr Zahnräder. Wer hätte es gedacht. Und zwar 2 Stück. Haben wir 2 Holzzahnräder, daraus machen wir wieder 2 Steinzahnräder. Aus den 2 Steinzahnrädern machen wir Eisenzahnräder. Ich habe gerade mein ganzes Eisen verballert, ne? So, Eisen brauchen wir, Gold brauchen wir. Können wir gleich wieder zurückräumen, ist egal. So, dann machen wir 2 Goldzahnräder raus. Ne, erstmal Eisen. So, 2 Eisenzahnräder, dann machen wir 2 Goldzahnräder raus. Und jetzt 2 Diamantenzahnräder. Uiuiui, das ist teuer, ne? Das ist teuer. So, was machen wir aus den Diamantenzahnrädern? Und zwar machen wir daraus Item Transport Pipes. 8 Stück. Die sind richtig teuer. Und deswegen legen wir die auch jetzt auch erstmal direkt weg. Wir brauchen davon erstmal nur 2. Den Rest lassen wir hier. So, haben wir jetzt erstmal alles, was wir brauchen. Nein, ich brauche noch hier so ein... eine Wrench, und zwar nicht die Wrench, die ich immer bei mir rumführe, sondern eine andere. Jetzt muss ich überlegen, wie die gebaut wird. Erstmal brauche ich ein Zahnrad dafür. Ich
glaube, es ist nur ein Holzzahnrad. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Das muss in die Mitte. Und dann muss das so gemacht werden. Es ist wohl kein Holzzahnrad. Dann muss ich vielleicht ein Cobblestone-Zahnrad, also ein Steinzahnrad. Ich weiß es nicht. Probieren wir das mal aus. Ja, das ist es. Das ist die Wrench. Die brauchen wir. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Echt? Haben wir alles? Kann ich gar nicht glauben. Nee, wir brauchen natürlich noch ein bisschen Transport-Sachen. Pipes. Die machen wir erstmal aus Cobblestone. Und das Holz brauchen wir auch noch welche. Okay. Ja, das ist gut. Verdammt, habe ich gar nicht mehr so viel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nimm mal hier ein Glas raus. So, machen wir das nur. Wir brauchen mir noch ein paar Holz. Ich weiß nicht, ob ich noch welche habe. Ich craft einfach welche. So, dann haben wir 32 davon. Jetzt müssen wir sowieso erstmal hier das rausnehmen. Denn daraus kann man jetzt Pipe Waterproof machen. So, und aus dem Pipe... Wird schon wieder dunkel. Ich glaube es ja nicht. Das Pipe Waterproof können wir jetzt zusammen mit diesen Dingern hier verbinden. Und zwar, wo ist das Pipe Waterproof? Da. Dann haben wir Cobblestone Waterproof Pipes. So, davon machen wir mal... Ich habe keine Ahnung. Mach einfach mal 20 Stück davon. So, mhm. Und dann brauchen wir aus diesem Holz natürlich auch noch welches. Ist das Holz? Ja. Dann machen wir Wooden Waterproof Pipes. So, davon machen wir 2, 3, 4, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. So, den Rest behalten wir mal schnell. Oh, es wird dunkel. Ich muss erstmal wieder nach Hause. Ihr seht schon, das ist ein größeres Projekt, die, Quarry so umzubauen, dass es in annehmbare Geschwindigkeit läuft. Jetzt ist ja wirklich sehr, sehr langsam. Und deswegen legen wir uns erstmal hin. Gut, gute Nacht. So, haben wir jetzt alles zusammengebaut? Ich glaube schon. Das heißt, wir können jetzt anfangen, das zu befüllen alles. Das heißt, wir werden jetzt erstmal an diesen einen Tank. An diesen einen Tank kommt erstmal Waterproof. Waterproof. Können wir wegtun. Eine Waterproof Transport Pipe. Ne, erstmal eine Waterproof normale Pipe. Das mit dem Redstone irritiert jetzt ziemlich. Ich muss einfach mal in Höhe 2, nicht eigentlich von Höhe 1 zu Höhe 2. Ich habe keine Ahnung, wir können uns einfach hier anschließen, oder? In Höhe 2. Dieses Redstone-Gedöns hier. Ich schließe es einfach da an. So, und dann machen wir hier die dran. Wieso verbindet die sich jetzt nicht? Hä? Ach, die ist nicht waterproofed. Ah, ich hoffe, ich kann die abbauen. Das muss ich natürlich auch noch waterproofen. Oh mein Gott, ich vergesse ja auch alles. So, so rum muss das. Ne, andersrum, ne? Waterproof Teleport Pipe. Mein Gott. So, jetzt aber da dran. Ah, jetzt passt es. So, jetzt nehmen wir diesen Schraubenschlüssel. Wo habe ich den Wrench? Die nehmen wir jetzt. Und dann klicken wir mal da drauf. Sollte doch gehen, oder? Das ist doch die richtige Wrench. Hä? V, ich habe keine Ahnung, was muss ich drücken? Nein! Jetzt scheint es daran, dass ich nicht weiß, wie ich das hier drücken muss, oder was? Ist das denn jetzt die richtige Branch? Ich nehme mal die andere schnell. Aber die andere Branch ist ja eigentlich aus den Industry-Craft-Dings. Das kann eigentlich nicht sein. Jetzt habe ich mir alles so schön zusammengereimt, ne? Und dann so ein Mist. Ich probiere das mal mit der Branch. Ah, die Branch ist es, okay. So, und zwar wollen wir Switch auf True, also wir können Receive True und wir machen die Frequenz auf 1. So. Echt, warum habe ich mir die denn jetzt hier gemacht? Na, ist egal. So, das haben wir. Okay, das funktioniert auch so. Jetzt müssen wir runter mal eben gucken unten. Nicht sterben und so. Aber jetzt gehen wir mal runter und suchen uns einen schönen Lavasee. Unterirdisch, ich hoffe, ich habe da irgendwas. Das hoffe ich jetzt inständig, dass da irgendwo Lava war, jede Menge. Monster dürften ja hier nicht mehr auftauchen, sonst habe ich alles zugemacht. So, jetzt war doch hier direkt Lava irgendwo, das habe ich zugemacht. Da ist Lava. Wo ist meine Spitzhacke denn schon wieder? Ich habe natürlich alles mit Diamanten, alles dabei. Da sind wir dabei, das ist prima. Reicht mir das hier von der Größe her? Sieht nicht sonderlich so groß aus. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Da oben ist auch noch
bisschen. Das kommt aber nur darunter geflosse. So, hier hinten ist das Wasser. Auch nicht so günstig. Warum habe ich eigentlich keine... So, Fackeln hier. Hier war mal Lava, das habe ich weggemacht. Okay. Und schon habe ich mich wieder verlaufen. Ja.